Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, der Klimaschutz braucht die Verkehrswende und die Verkehrswende braucht das Fahrrad. In keinem anderen Sektor haben wir so großen Handlungsbedarf wie beim Verkehr, denn in anderen Sektoren wie Haushalt, Industrie, Landwirtschaft, Energieerzeugung, da sinken die klimaschädlichen CO2-Emissionen. Nur beim Verkehr hingegen steigen die klimaschädlichen CO2-Emissionen weiterhin an, überwiegend generiert aus dem Straßenverkehr. Wir, das heißt Sie, die Staatsregierung, die Regierungsfraktionen haben viel zu lange gezögert und immer weiter einseitig Straßen für den Pkw und für den Lkw ausgebaut. Deswegen müssen wir jetzt handeln und zwar schnell. Da ist ein Radgesetz für Bayern ein wichtiger Baustein. Das Fahrrad hat ein riesiges Potenzial, um einen höheren Anteil am Verkehrsaufkommen abdecken zu können, insbesondere seit es E-Bikes und Pedelecs gibt. Die meisten Menschen schrecken aber vor der regelmäßigen Nutzung des Fahrrads für ihre alltäglichen Wege zurück, weil sie den Radverkehr als gefährlich, zumindest aber als unangenehm empfinden. Und genau das wollen wir Grüne umdrehen, genau das müssen wir ändern. Radfahren soll eine besonders sichere, eine besonders schöne, eine besonders gesunde, angenehme, zumindest aber eine gleichberechtigte Art und Weise der Fortbewegung werden. Und bis das so ist, ist noch ein ziemlich langer Weg hin, meine Damen und Herren. Wenn ich da allein in meiner eigenen Wohngemeinde in Oberschleißheim schaue, die Nachbarstadt Garching bietet tausende Arbeitsplätze, Forschungseinrichtungen und alles Mögliche, umgekehrt auch bei uns. Es ist eine enge Verflechtung, 35.000 Einwohner miteinander, tausende Pendlerinnen und Pendler, tägliche lange Staus, die Sie vielleicht aus den Nachrichten kennen, B471, immer wieder bei BR24 in den Staumeldungen. Wie schaut es jetzt da mit dem Radlweg aus? Wie schaut das aus, wenn ich von meiner Haustür nach Garching übermächte, zum Beispiel zur TU oder in die Gewerbegebiete? Da habe ich erst einmal gar keinen Radweg innerorts, dann habe ich ein Stückwerk außerorts, ein Zickzack über Stock und Stein, unbefestigte Wege, zum Teil Schranken und Poller, Schlaglöcher, lebensgefährliche, mindestens aber zeitraubende und unzumutbare Kreuzungsverhältnisse. Wenn ich mir das auf dem Luftbild anschaue, was man da fährt, um von dem einen Ort in den Nachbarort zu fahren, dann schaut es eher aus wie eine gescheiterte Schnitzeljagd bei einem Kindergeburtstag als ein Arbeitsweg für Pendlerinnen und Pendler, meine Damen und Herren. Und das Schlimme ist, das ist jetzt nicht nur in Schleißheim und in Garchinger so, sondern das ist der normale Zustand in weiten Teilen Bayerns auf sehr, sehr vielen Relationen, wo Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind. Außerdem fehlt der Winterdienst, Beleuchtung ist selten, bei den Radabstellanlagen schaut es nicht recht viel besser aus. Überall sind es eigentlich zu wenig oder es sind so veraltete Speichenkiller. Sie sind nicht wettergeschützt in aller Regel, sie sind nicht diebstahlsicher. Wer von Ihnen mag da ein 3.000 Euro teures Pedelec oder E-Bike abstellen, meine Damen und Herren? Und sagen Sie mir nicht, da sind ja die Kommunen zuständig. Wenn ich mir genau die Situation in meiner Gemeinde, in meinem Fallbeispiel nach Garching über mal konkret anschaue, dann ist es fast überall der Freistaat Bayern, der uns hier im Weg steht für eine vernünftige Radinfrastruktur. Seit 15 Jahren wird versprochen, dass das staatliche Bauamt einen Radlweg baut an der B471 beispielsweise. Das staatliche Bauamt verweigert, und es ist nichts passiert, das staatliche Bauamt verweigert eine sichere Querung der Staatsstraße 2053. Die Kreuzung an der B13 ist für Fußgänger und Radlwege eine Demütigung, eine Beleidigung eigentlich für alle diejenigen, die nicht in einer Tonne Blech drin sitzen. Und bei den Radschnellwegen, es ist schon angesprochen worden, geht überhaupt nichts vorwärts, obwohl das der bayerische Pilotradschnellweg werden soll von München nach Garching und Schleißheim. Gleichzeitig aber, das ist noch nicht schlimm genug, gleichzeitig baut im selben Gebiet das Straßenbauamt, plant bzw. baut das Straßenbauamt eine riesige Straße für den Kraftverkehr nach dem anderen. Schleißheim soll eine Ortsumfahrung kriegen auf der ST2342, dieselbe B471, die Sie aus den Staunachrichten kennen, soll vierspurig ausgebaut werden, anstatt dass man mal einen Radlweg hinbringt. Die Autobahnen werden alle achtspurig oder gar mehr kreuzungsfrei in den Anschlussstellen ausgebaut. Da fließt das Geld hin,
da fließen die Investitionen hin und das ist gerade verkehrt. Da muss man sich nicht wundern, meine Damen und Herren, wenn dann die allermeisten Menschen mit dem Auto fahren, obwohl die Hälfte der mit dem Auto gefahrenen Strecken unter 5 oder auch der überwältigende Teil unter 10 Kilometer kurz ist. Und genau das muss man ändern, damit das Fahrrad seine Vorteile ausspielen kann, braucht es eine andere Infrastruktur, vor allem in den Städten, aber auch im Umland und teilweise auch auf dem Land, für mehr Klimaschutz, für bessere Luft, für weniger Lärm, für eine effiziente Flächenbenutzung und niedrigere Kosten bei der Infrastrukturherstellung, aber auch bei den Leuten, die die Zeche ja zahlen für ihre autofokussierte Politik, für den Zwang zum Auto, den ihre Politik entfaltet. Der Verkehrsausschuss hat heuer am 2. Februar auf unseren Antrag hin eine Anhörung zum Radverkehr gemacht. Die Sachverständigen haben die schlechte Qualität der Radinfrastruktur in Bayern kritisiert und unter anderem ein Radgesetz empfohlen. Andere Bundesländer wie Berlin und Nordrhein-Westfalen haben das schon. Auch Bayern ist deswegen gut beraten, ein Radgesetz umzusetzen, damit das Radfahren im Alltag in Bayern eine echte Alternative, eine attraktive Alternative zum Auto wird, damit die Menschen eine echte Wahlfreiheit bekommen. Parallel zu dem vorliegenden Gesetzentwurf haben auch wir, Bündnis 90 Die Grünen, einen Ratgesetzentwurf eingebracht. Der wird in der nächsten Sitzungswoche hier im Plenum in der ersten Lesung sein und dann im weiteren Verfahren parallel beraten. Vielen Dank.